Es ist wieder soweit. Eine besondere Zeit im Jahr bricht an. Und nein, nicht Weihnachten. Viel wichtiger. Bockbierzeit. Für die Franken der Beginn ihrer fünften Jahreszeit. Von Oktober bis Januar feiern alle großen Brauereien ihren eigenen Bockbieranstich. Jedes Bockbier ist anders. Und das jedes Jahr. Früher lag die Bockbierzeit in der katholischen Fastenzeit. Damals ernährten sich Mönche mitunter ausschließlich von Fastenstarkbier. Flüssiges bricht Fasten nicht. Den Starkbieren haftet wegen ihrer süffigen Süße das Image eines Dickmachers an. Dabei hat selbst ein Doppelbock weniger Kalorien als Vollmilch. Also das mal gleich vorab. Das Bockbier gehört zur Familie der Starkbiere. Alle Starkbiere haben eine hohe Stammwürze und einen hohen Alkoholgehalt. Die Stammwürze entsteht beim Maischen, der Alkohol während der Gärung. Schauen wir mal, wie das funktioniert. Der Brauprozess beginnt mit Malz und Wasser. Malz enthält Stärke. Diese wird vom warmen Wasser zu Zucker umgewandelt. Die zuckrige Lösung wird Stammwürze genannt. Bei diesem Vorgang, vom Brauer auch Maischen genannt, erhält das Bockbier bereits seine rubinrote Farbe. Und zwar durch eine spezielle Röstung des Malzes. Die Stammwürze dient im Gärprozess als Nährboden. Dort verarbeiten Hefebakterien den enthaltenen Zucker zu Alkohol und CO2. Und damit das Bockbier auch zu seinem hohen Alkoholgehalt kommt, muss die Hefe lange genug arbeiten können. Sowas dauert dann schon mal 3 Monate. Übrigens, Bockbier kann man nicht nur trinken. Man kann erstaunlich gut damit backen. Das meist etwas süßliche Aroma schmeckt besonders fein in Süßspeisen wie Bockbierkuchen, Bockbiermuffins oder Bockbiereis. Und um das noch klarzustellen, der Name Bockbier hat nichts mit dem Tier zu tun, sondern kommt von der Stadt Einbeck in Niedersachsen, wo das Bockbier ursprünglich erfunden wurde.